Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im LS19 Bergbauerprojekt. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind gerade dabei, hier ein wenig der Silage zu verkaufen und das Ganze funktioniert perfekt. Und hier sehen wir, der ganze Kollege fährt schon wieder nah ran, denn der Drescher ist bei 85%. Das heißt, hier, komm mal rüber, ich brauche dich gleich. Und dann werden wir gleich auch schon den ersten Getreideverkauf haben. Wir müssen dann auch überlegen, wie wir dann weiter vorgehen, denn wir haben ja das Stroh hier liegen. Und das Stroh macht Tiere froh, wissen wir ja. Und weil es das tut, brauchen wir natürlich auch einen Weg, wie wir das Stroh dann entsprechend an die Tiere verfüttern können. Und dieses stochastische Reden habe ich mir irgendwie angewöhnt. Ich weiß gar nicht, warum. Gott sei Dank mache ich das noch nicht so wie diverse Fernsehmoderatoren, die immer einen Singsang in ihrer Stimme haben und das vermutlich in irgendeiner Ausbildung gelernt haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was das eigentlich bewirken soll. Besonders auffällig ist das im Radio, wenn man ein Feature hört oder eine Reportage, meistens bei etwas älteren Semestern, die dann ganz besonders darauf achten, dass sie ihre Stimme merkwürdig in der Höhe verändern. Könnt ihr mir mal sagen, ob ihr wisst, warum das so ist? Keine Ahnung. So, der Kollege hier sollte jetzt eigentlich, in der letzten Folge gesagt, das wird alles perfekt funktionieren. Der sollte jetzt eigentlich überlegen, dass er zum Drescher fährt. Das hat er kurz berechnet. Okay, er macht es. Ich bin das nicht, ne? Ich kann hier wieder in die Hände klatschen oder mit der Nase bohren. Sehr schön. Gut. Das klappt. Und trotzdem dieser Drescher ja jetzt nicht der größte ist, wir kommen relativ schnell voran und dürften dann möglicherweise auch zeitnah schon die nächsten großen Sachen uns holen können. Ja, wir müssen überlegen, was holen wir uns denn jetzt hier an Ballentechnik ins Land, beziehungsweise wir müssen auch mal gucken, wo ist der Kollege, denn den müssen wir gleich weiter betanken. Wir können mal schauen, was haben wir denn an der Ballentechnik dabei? Ich habe ja wenig Mods drauf, anders als in das 19 Goldgräberprojekt, da habe ich ja sehr viele Mods. So, wir haben, wir sind im Besitz einer Pöttinger Ballenpresse, der hier, wie wir unschwer erkennen können, die impresst uns, das ist also die wir im Moment haben. Und das sind also Rundballen und das hier ist ein Rundballentransporter, den wir besitzen. Aber der Schmetterling kann, damit würden wir dann immer nur einen Ballen transportieren. Und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich gerade wirklich nicht weiß, ob der Fliegel ein Autoload hatte. Weil ohne Autoload bin ich natürlich vollends verloren. Tja, was machen wir denn da? Also ich würde sagen, wir müssen ja ohnehin erstmal pressen. Pressen werden wir ja ohnehin. Wenn es schief geht, werde ich dann halt meinen nächsten drei Meetings damit verbringen, irgendwelche Ballen hin und her zu transportieren. So be it. Ist jetzt nicht meine Traumvorstellung davon, wie ich meinen Tag verbringe. Aber normalerweise gibt es ja auch irgendwas von Automatismus und Co. GmbH und Co. KG. Huch, wir machen mal eben das Rohr kleine. Und dann fahren wir hier zur Scheune. So, wie sieht es an dieser Baustelle aus? Wir sind jetzt bei, hier, damit ihr sehen könnt, 62%. Und der Kollege ist schon fast wieder voll. Nein, ist er nicht. Ja, also, nur einmal gedüngt, nicht gekalkt. Das ist natürlich auch nicht optimal für den Ertrag, klar. Aber so ist das gerade nun mal. Ich weiß gar nicht, kann der noch schneller fahren? Beim Dreschen? Nee.
Wände auf dem Feld braucht er hier auch nicht. Weil so viel Platz. Dann geht das ein bisschen schneller, ne? Ihr kennt das mit den Wänden auf dem Feld. Dann fährt er einmal vor. Dann dreht er zurück. Fährt in den bereits bestehenden Bereich und fährt dann ein ganz großes Stück rückwärts. Und das dauert halt seine Zeit. So, mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ja, und das ist unser erster Drescher, der allerdings natürlich nicht so ganz... Also der passt nicht so ganz auf diese Map drauf, würde ich sagen, ne? Also wenn wir das so ein bisschen realistisch spielen wollten, dann hätten wir den da nicht drauf, ehrlich gesagt. Aber nun, hinterher ist man immer schlauer. Tja, und wenn er jetzt... auf dem Feld nicht wenden muss, fährt er in drei Zügen zurück. Also hier macht er den, nicht den Omega-Turn, sondern hier macht er jetzt den, ja gut, das ist auch über die Ecke. Es gibt ja immer den Omega, also ne, der fährt einen großen Bogen wieder zurück und dann gibt es den, wie habe ich das immer genannt? Y habe ich den genannt, ne? Der heißt wahrscheinlich anders. Oder T-Turn, Y-Turn, keine Ahnung. Jetzt reagiert er natürlich mit seinem Rohr. Der freut sich natürlich, den Abfahrer zu sehen. Wie ist denn das eigentlich? Habe ich jetzt dran gedacht? Ja, ich habe dran gedacht, wenn... ach, guck mal, das Silo wurde gerade verkauft. Seht ihr? Wenn ihr dieses Einfahrt- und Kreisfahrt macht, macht es natürlich Sinn, das so einzustellen, dass der Kollege sein Rohr immer außen hat. Ja? Dann kann man sehr schön, kann man dann den hier ranfahren lassen. Dann fährt er auch nicht durch die Frucht. Zumindest für die ersten Vorgewendebahnen. Gleich wird er ja auf den Kurs schwenken. Oder ist, glaube ich, schon auf dem Kurs. Und ich würde mal gerne gucken, wie ist denn das? Wir haben nämlich bei den Dreschern, glaube ich, einen Punkt im Vergleich vergessen. Man muss halt immer gucken, die Arbeitsgeschwindigkeit. Und die dürfte möglicherweise bei dem hier größer sein. Ne? Das ist halt, naja, haben wir nicht dran gedacht. Ich würde aber vielleicht mal gucken, ob es noch einen schönen Mod gibt, der zu der Map passt. Andererseits, wir wollen ja auch immer vorankommen. Aber wir wollen das erarbeiten, sonst hätten wir auch einen Kredit aufnehmen können. Aber wer Gardehol kennt, der weiß. Auch interessant, dass er das hier mit Turn nimmt, statt dass er hier nochmal neu ansetzt. Okay, was macht er jetzt? Wie war der Abfahrer da sehr laut nachgedacht gerade? Könnt ihr mal gucken, wo hier... Also er fährt jetzt zum nächsten Einstechpunkt sozusagen, wo er jetzt die ersten Parallelfahrten oder wie man das nennt macht. Genau, okay. Gut, und dann wird er überfüllt wieder. Der Helfer muss natürlich jetzt hinterher flitzen. Und wir verkaufen noch mal ein bisschen unserer Silage. Gucken wir jetzt mal mit einem Zug hier rein. Also ich glaube, diese Halle, die muss weg, oder? Die Frage ist nur, wohin? Wir haben ja nichts. Warum findet er da kein Fahrt zum Rechnen? Aber er fährt nicht durch die... Kann man das nicht auch noch einstellen? Macht er eigentlich? Okay. Weil er hat vielleicht wirklich so dermaßen keinen Kurs gefunden, dass er sich nur durch die Frucht fahrend zu helfen wusste. Gut. Der wird also gleich zum ersten Mal verkaufen fahren. Und da wissen wir ungefähr, wo wir hinkommen mit, ne, durch das, was wir mit dem Hafer verdienen und so.
Irgendjemand hatte mir was in die Kommentare geschrieben, das habe ich leider nur überflogen und deswegen wieder vergessen. Sorry, lieber Kommentierer, ich lese ja, wie ihr seht, alle Kommentare. Ich gebe denen auch ein Herz, damit ihr wisst, ich habe die wirklich gelesen. Der dann schrieb, und das ist nicht einfach nur hier mit meinen Zuschauern einschleimen oder Interaktionspunkte sammeln, sondern wirklich, damit ihr das auch wahrnehmt, dass das hier nicht nur Palaver ist. Der schrieb, ja, was ist so ganz normal, wenn Kühe so auf dem Beton stehen, sinngemäß. Muss ich mir mal durchlesen. Er hat das auch begründet. Habe ich natürlich schon wieder vergessen. So. So, guck mal, was der gemacht hat. Der muss abgetankt werden. Und dafür fährt der Drescher aus der Frucht raus, lässt ihn abtanken und fährt dann in die Frucht zurück. Just saying. Falls es irgendjemanden interessieren sollte. Das ist das, was hier gerade passiert ist. Und wir haben es verpasst. Aber vielleicht sehen wir jetzt, wenn er da reinfährt. Bis jetzt klappt alles erstaunlich gut. Ich bin ein bisschen besorgt. Das kann eigentlich nicht gut gehen. So, der müsste jetzt Folgendes machen. Der Helfer müsste jetzt gleich merken, aha. 3, 2, 1, jetzt. Ich fahre mal hier aus dem Weg, damit der Drescher wieder in die Frucht fahren kann. Ich bin gerade ein bisschen erregt, muss ich sagen. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Mach nicht den guten Eindruck kaputt. Jetzt fährt er dem aus dem Weg, fährt auf seine Suchleiste hier oben. Jetzt wieder gleich nach links drehen, hoffe ich. Oder er versucht hier zu streiten. Ja, das ist jetzt... Ich habe auf den nächsten Weg, also auf den nächsten Punkt vom Feld gesetzt. Und das heißt, er sucht jetzt hier unten die blaue Linie. Die kann er von beiden Seiten befahren und er versucht jetzt immer irgendwie hier gerade drauf zu fahren. Keine Ahnung, warum er das tut. Aber es funktioniert. So, und jetzt müsste er eigenständig dann gleich auf die Straße abbiegen und von der Straße dann zum Verkauf fahren. Und was soll ich sagen? Ich habe es ja letzte Folge schon gesagt. Alle guten Dinge sind drei, ist meine Hoffnung. Die scheint sich zu bestätigen. Es klappt. Vielleicht. Er fährt jetzt vielleicht zur Getreidemühle, lädt nicht ab und kommt zurück oder so. Das wäre jetzt vielleicht nochmal was. Und interessanterweise scheint darunter nicht der kürzeste Weg zu sein. Ihr seht, das sind Serpentinen. Da könnte er recht haben. Also er rechnet natürlich auch automatisch aus, was ist der kürzeste Weg. So. Und da sehen wir, fährt hier schön am Hof vorbei und dann, das ist übrigens eine Sache, da würde ich euch mal gerne fragen, wisst ihr eigentlich, was ich gerade mache? Der YouTuber, ne? Easy Life. Ich sitze hier gerade in meinem Stuhl, in meinem Noble Chair, hab die Hände gefalten hinter meinem Kopf und wippe vor und zurück, während ich über Gott und die Welt sinniere, weil es, ja, für mich eine große Freude ist zu sehen, dass das hier funktioniert, was wir gebastelt haben. Und während ich so hin und her wippte, fragte ich mich, wie löst ihr das mit dem Zug? Habt ihr die Mod, die Züge stehen lässt? Weil ich habe immer wieder das Problem, dass die Züge hier fahren in das Signal rein, dass die Schranken runtergehen und bleiben dann erstmal stehen 5 Minuten. Und da stehst du natürlich wie im realen Leben, stehst du erstmal 5 Minuten vor der Schranke. Und ich sag euch, das ist nicht Pommes-Schranke, sondern das ist einfach nur Schranke. Ja, wir müssen ebenfalls betonen, wir haben jetzt gerade schon 3 Helfer unterwegs. Also, neue Steigerung. Einer verkauft gerade das Silo. Der hier fährt zum Verkaufen zum... Warum auch immer der sogar so komisch fährt hier. Hier müssen wir mal die Linien nachziehen. Seht ihr das? Der fährt hier ganz komisch. Auf jeden Fall, der fährt zur Getreidemühle und verkauft hier zum ersten Mal den Hafer, den wir geerntet haben. Wo ist der andere eigentlich gerade? Ist er schon wieder auf dem Rückweg? Ja, der ist schon am Rückweg. Wieso fährt er denn da diesen Umweg? Naja, wir müssen auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir da so Schleichwege und so weiter reinbekommen, damit wir da die Strecke noch ein bisschen abkürzen. Auf jeden Fall, ich habe richtig Bock auf das Projekt jetzt, wo das auch funktioniert. Ich bin im Release Candidate 7 von Autodrive. Ich suche gerade nach einem Weg, alle Mods und was ich so alles benutze immer.
zu verlinken auf unserer Homepage mit Link-Disclaimer oder so. Da muss ich mir mal was überlegen, aber das ist jetzt nicht meine oberste Prio, sage ich ganz ehrlich. Denn ja, da hat die Plus-Seite natürlich zunächst mal insofern Vorrang, als dass es da natürlich Leute gibt, die für diesen Service Geld ausgeben. Und dann, ne, dann ist es halt wichtig, dass da, obwohl es das tut, alles noch weiter optimiert und verbessert wird. Weil ich bin ja nie zufrieden, ihr kennt mich. So, erster Getreideverkauf. Was bekommen wir? Auch schön vor der weißen Wand, damit er schön sehen kann hier. Und können wir dafür einen Ballenanhänger kaufen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. 16.000, okay-ish, würde ich sagen. Also das heißt, 30.000 für dieses Feld ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, und das ist ein Fehler, den gab es in den letzten Release-Candidates und auch in den letzten Versionen. Er blieb dann hier stehen, das hat ja was mit den Fill-Tabs zu tun, machte gar nichts mehr, man musste den von Hand wegschieben. Jetzt denkt er halt ein Weilchen nach, ne, so wie ich, über Gott und die Welt. Und dann fährt er los. So, mal eben gucken. Ich habe hier einen Fehler gesehen. Ich weiß nicht, welchen Kurs er hier nimmt und warum. Ich glaube, er nimmt den nach links. Ne, jetzt nimmt er den nach rechts. Ich habe ihn ein bisschen korrigiert. Jetzt nimmt er den nach rechts. Aber ihr seht schon, sehr knapp von dem Herrn Rohl eingefahren. Auch solche Einfahren sollte man mit den breitesten Maschinen und einem langen Anhänger immer machen, damit genau sowas eben nicht passiert. Was natürlich auf dieser Map ein bisschen schwierig ist. Ja, wenn ihr selber Alpenbauer werden wollt, Link in der Videobeschreibung, damit unterstützt ihr meinen Kanal. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Wirklich, hier, ich mache ein Herz für euch mit meinen Händen, die ich gerade noch hinter dem Kopf hatte. Und ja, ich werde ein bisschen weiter hier Silo verkaufen und das Feld ernten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem Thema Ballentechnik. Da freue ich mich drauf. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wo wir da hin mit sollen. Also wir können die alle verkaufen, aber wir brauchen natürlich auch welche für die Tiere, allerdings nicht so viele. Wir könnten vielleicht ein paar Ballen für die Tiere holen, von Hand, vom Feld. Und den Rest automatisch verkaufen oder so. Wir schauen mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!